Heute geht es um eine sehr wichtige Botschaft des Galaktischen Rates. Und der Galaktische Rat besteht ja aus den wichtigsten Sternenfreunden aus verschiedenen Sternensystemen oder Galaxien. Und sie sind im Universum unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Sie sind auch für uns da, um uns tatkräftig hier auf der Erde zu helfen. Und diese Botschaft ist wirklich sehr wichtig und es kommt auch viel von Andromeda mit dabei vor. Wer sich für Andromeda interessiert, mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Ich mache euch mal den Link unter das Video, wo ihr euch das noch anschauen könnt. Und es ist also, es geht um uns selbst, um unsere Wahrnehmung und um unsere Göttlichkeit, um unsere Blaupause, um unsere DNA. All das wird hier nochmal in einem ganz anderen Licht uns präsentiert und wir werden auch sehr unterstützt werden in dieser Botschaft, denn es ist wichtig, dass der Aufstieg ja vorangeht und es kommt auch noch dazu, dass ja dieser Spalt in der Matrix entstanden ist, wo ganz viel Luminärlicht auf die Erde fließt. Und aus diesem Grunde ist jetzt diese Botschaft für euch entstanden. Jetzt möchte ich auch gar nicht länger sprechen, sondern ich lade euch gleich ein, zuzuhören. Ich sprühe mich mal ein hier mit den sieben Schwestern, mit dem Auraspray der sieben Schwestern. Das sind die sieben kosmischen Schwestern und wo auch im Andromeda-Buch die zweite kosmische Schwester ja zu uns spricht. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem Channeling und freue mich dann auch auf euch, auf eure Bemerkungen unter dem Video, wie es euch gefallen hat. Und ja, ich bitte euch auch, dieses Video zu teilen und zu liken, damit noch mehr Menschen davon erfahren. Und wenn dir meine Botschaften gefallen, dann darfst du gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Das hilft mir wiederum, mehr Reichweite zu bekommen und so, dass noch mehr Menschen von diesen wunderschönen Botschaften erfahren. Wir werden nach der Botschaft noch ein bisschen Musik spielen lassen, so damit ihr in diesen Schwingungen bleiben könnt, wenn ihr das möchtet. Und somit verabschiede ich mich jetzt schon von euch und wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Botschaft. Geliebte Herzensmenschen der Erde, voller Freude sprechen wir heute zu euch und zu jedem Einzelnen. Wir senden den Segen des Lichtes, des Universums, direkt zu dir in dein Haus und wenn du möchtest, darfst du dein Herz öffnen und uns empfangen. Wir kommen in Frieden, wir kommen in Achtsamkeit und voller Liebe. Und wir möchten dir berichten, dass wir stets anwesend sind. Wir, der Galaktische Rat, wir haben sehr viele Lichtschiffe und einige sind wirklich im Umkreis der Erde für euch platziert. Und so beobachten wir, was hier geschieht. Vieles geschieht, was ihr gar nicht mitbekommt. Vieles geschieht hinter den Kulissen, wo wir sehr aktiv sind und schon viele Dinge für euch abgewehrt haben. Jedoch ist es wichtig, und jetzt hört bitte genau zu, dass ihr euch eurer eigenen Kraft bewusst seid oder noch bewusster werden solltet. Denn euch werden immer eingeredet, ihr seid klein, ihr könnt nichts erreichen. Diese alten Glaubenssätze sind teilweise bei einigen von euch sehr tief in den Zellen verwurzelt. Sie dienen nur dazu, um euch klein zu halten. Und so haben wir euch ein ganz großes Geschenk vorbereitet. Wir werden heute mit euch die Blaupause in eurer Aura mit neuer Energie aufbauen und wir werden sie auch reinigen. Doch bevor wir dies tun, wir bitten jeden einzelnen von euch, wirklich auf euer Herz zu hören. Denn in eurem Herz spricht eure Seele zu euch. Und die Seele weiß ganz genau, was richtig und wichtig ist.
Und so könnt ihr im Moment profitieren von diesem Spalt in der Matrix. Durch diesen Spalt senden wir täglich, um in euren Worten zu sprechen, Energien zur Unterstützung. Und diese Energien, die dürft ihr annehmen. Sie sind ausgerichtet auf eure Herzen, auf eure DNA und auf eure Blaupause. Wir wissen, dass ihr leider nur ungefähr 5% Zugriff auf eure DNA habt und dadurch diese ganzen Fähigkeiten, die ihr eigentlich besitzt, die ihr wirklich jeder von euch besitzt, gar nicht benutzen könnt, weil der Zugriff mit der DNA so klein ist. Aus diesem Grunde senden wir Energien durch den Spalt der Matrix, um euch aufzubauen und zu helfen. Und so haben wir beschlossen, denn wir sehen, wie großartig ihr seid, welche Kraft in euch steckt, wenn ihr mehr von uns den Zugriff zur DNA bekommt. Und wir wissen genau, je größer dieser Zugriff ist bei euch, umso stärker werdet ihr werden und umso mehr werdet ihr zu dem wieder, was ihr eigentlich in Wirklichkeit seid. Das, was die Gegenseite von euch möchte, ist eure Liebe. Und das ist etwas, was sie niemals bekommen wird. Solange ihr fest mit eurer Seele verbunden seid, seid ihr in der Liebe. Und zwar seid ihr über die Blaupause in der Christusliebe. Und die Christusliebe ist das, was ihr auch im Herzen tragt. Die Christusliebe ist das, was euch stark macht und in der Hoffnung bleiben lässt. Und diese Kraft möchten wir gerne in jedem Einzelnen von euch heute verstärken. Und so werden wir durch diesen Spalt in der Matrix, der ja seit einiger Zeit entstanden ist, und durch diesen Spalt fließt ja die Luminea-Energie, und wir werden uns zusammentun mit den Luminea-Engeln und unsere Sternenenergie dazugeben, um gezielt in eurer DNA zu wirken, um euch den Zugang zu ermöglichen, einen größeren Zugang zu bekommen in der DNA und auch in der Blaupause, um dort das Christuslicht in euch zu stärken. Wir tun dies für jeden, der dies gerne möchte. Du hast immer die Wahl zu entscheiden, ob du gerne unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchtest oder nicht. Und so darfst du auch, wenn wir nachher beginnen werden mit der Energieübertragung, ja oder nein sagen. Für uns ist es wichtig zu sehen, wie sich die Kraft in euch, die jeder trägt, vergrößert und dann auch im Außen zeigt. Denn euch werden so viele Lügen erzählt und ihr werdet manipuliert. Man versucht euch klein zu halten und man versucht eure Liebe zu bekommen. Dies ist nicht möglich, solange ihr fest im Vertrauen seid und niemals aufgebt, den Weg des Lichtes zu gehen. Das möchten wir, dass ihr dies unbedingt wisst. Völlig egal, was geschieht, versucht immer in der Liebe zu bleiben und im Vertrauen. Und so habt ihr eine positive Ausstrahlung und diese positive Ausstrahlung wird euch umgeben und in ein Feld einhüllen, in dem ihr wiederum Positives anzieht. Das ist das Gesetz des Universums. Und viele von euch kennen dies. Das, was du aussendest, bekommst du zurück. Und so ist es uns sehr wichtig, euch zu sagen, wie stark ihr eigentlich seid. Und eure Blaupause mit dem göttlichen Licht der vollkommensten Liebe aufzuladen, gemischt mit Luminea und gemischt mit der Liebe vom Galaktischen Rat. Denn ihr müsst wissen, alles gehört zusammen, nichts ist getrennt. Und wir bitten euch auch, wirklich tief in eurem Herzen zu fühlen, wenn jemand etwas zu euch sagt, ob es der Wahrheit entspricht. Und sobald nur der kleinste Zweifel in euch entsteht, wendet euch ab und sucht die Liebe.
In den Worten, wo ihr die Liebe spürt, dort seid ihr zu Hause, dort seid ihr willkommen. In den Worten, wo ihr keine Liebe spürt, werdet ihr verraten und verkauft. Das ist der Vorgang in der Dualität und die Erde ist dabei, sich zu wandeln. Und dieser Wandel, der bringt das Schönste, was es jemals gegeben hat. Der Wandel bringt euch in die fünfte Dimension. Wir wissen, dass dieser Weg nicht so einfach ist. Aber wir wissen auch, dass ein jeder von euch es schaffen kann. Und damit ihr dies schafft, senden wir euch diese Energien heute. Und wir bauen in der Blaupause das Christuslicht auf, damit ihr fühlt, wo die Liebe liegt, damit ihr selbst in der Liebe sprecht und die Liebe seid. Und so werdet ihr nach dieser Botschaft und Energieübertragung die Liebe anziehen. Und ihr werdet auch fühlen, wie diese Liebe euch schützt und begleitet. Und so sind wir hier, Tag und Nacht, über der Erde und beobachten, was geschieht. Und wir werden diese Energien senden, jeden Tag, jede Nacht, stündlich, minütlich, um euch zu unterstützen. Denn die große Kraft der Veränderung, die liegt in euch, die liegt in jedem Einzelnen von euch. Und es ist Zeit, dass ihr dies versteht und auch aktiv werdet. Eine Veränderung wird dann geschehen, wenn ihr aktiv dafür einsteht. Und wir unterstützen euch mit den Energien, die wir euch heute senden. So seid gesegnet und geliebt. Wir beginnen jetzt mit der Übertragung. Und so nimm jetzt einen tiefen Atemzug und lass dich in die Wellen der Energien fallen, die dich umgeben. Es ist das weiße Licht der Hoffnung und der Liebe, welches jetzt zu dir strömt. Und vielleicht spürst du, wie dich dieses Licht umgibt, wie es dich trägt und anhebt. Lass es ruhig geschehen, denn es geschieht in der höchsten Liebe und Achtsamkeit des Universums. Und wenn du einverstanden bist, beginnen wir nun mit der Energieübertragung. Und so sage bitte mit deiner inneren Stimme: Ich bin dabei, wenn du dies möchtest. Wenn du nichts möchtest, sagst du einfach nichts. Und so haben wir die Stimmen von euch gehört und senden jeden, der gesagt hat, ich bin dabei, jetzt diese Energie. Und so fließt ein in die DNA die höchste Energie aus dem Universum durch den Spalt der Matrix. Sie berührt deine DNA, reinigt, wo gereinigt werden kann und baut auf, wo aufgebaut werden kann. Erlaube dir, diese Energien anzunehmen. Und zusätzlich senden wir nun in deine Blaupause Energien, die deine Blaupause reinigen und aufbauen, die deine Blaupause mit neuer Energie versorgen, um Platz für das Christuslicht zu machen. Und du wirst es spüren, je mehr du von dieser Energie jetzt aufnimmst, umso tiefer wirst du das Christuslicht in dir spüren. Und so werden wir nun diese Energien zu dir senden. Und dies geschieht ohne Worte, aber in tiefster Achtsamkeit. Und du kannst jetzt, solange du möchtest, in dieser Energie verbleiben, denn wir senden die Energie ohne Ende. Und wir wünschen dir, dass du so viel, wie du brauchst, bekommen kannst, dass dein Vertrauen gestärkt wird, deine Liebe wächst und dein Licht dich trägt. So verabschieden wir uns jetzt formell von euch und von dir.
währenddessen die Energien weiterfließen und dich tragen und heilen, da wo es geht, da wo es vorgesehen ist. Und wir wünschen dir eine wunderschöne Zeit mit diesen Energien.